So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Maker letztes Mal haben wir weitere Level von Erik gespielt, wobei wir festgestellt haben, dass er eine Phase hatte, wo er diesen Dunkelheitseffekt recht gerne gemocht hat. Ich hoffe, die ist mittlerweile wieder vorbei. Wir werden sehen. Ich gehe jedenfalls weiter in Eriks Level rein. Und diesmal weiß ich auch, wie das hier am schnellsten funktioniert. Easiest, dann bin ich hier auf Medium gegangen und dann haben wir hier die ganzen, die wir schon gespielt haben. Und dann geht's hier weiter mit Erik Tour B. Wir sind mittlerweile schon bei 2, paar zerquetschte Stacheln angekommen. 27 Sekunden, let's go. Das machen wir dann übrigens auch noch mit Echo Mask, dass wir da auch mal die etwas einfachen Level sehen. Es sollten welche vorhanden sein. Ne? Das Das werden wir da auf jeden Fall auch noch machen. Okay, so. Ah, muss ich jetzt nochmal da hoch? Oh. Ah, okay. Richtig okay. Okay, das wird interessant. Das könnte sogar ein bisschen dauern jetzt. Das Wait, nein. Ach, ich schieße hier durch. Oh, ich hab's verstanden. Ich hab's falsch gelesen. Ich schieße. Ich schieße hier durch. Ja. Ganz so einfach ist es gar nicht. Aber zumindest angenehm. Ja. Zumindest angenehmer, als ich erst dachte. Ich muss nicht komplett zurück zu der Kiste. Wobei das fast einfacher war, das bei der Kiste nochmal zu drücken. Du. Ja, das ist. Traurigerweise ist die Variante einfacher. Okay. Wir probieren es trotzdem nochmal so. Ja. Angenommen, man könnte nicht zurück, müsste ich es ja wirklich so machen. Ich meine, dafür ist der Durchschuss hier. Also er hat sich das schon so gedacht. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich hier die einfache Variante habe, dann gehe ich doch den Weg. Ah! Ja, es ist. Es ist wirklich, also mit der Kiste habe ich bisher 100% Erfolg gehabt. Mit dem anderen 0%. Das ist eigentlich. Ja, okay. Eigentlich aussagekräftig genug. Ja, jetzt. Ach, jetzt bin ich dumm. Jetzt schon bin ich stumm. Wir probieren es nochmal so. Ah. So viel dazu. Nein! Oh mein Gott. Ah, okay. Ja! Und wir sind oben. Okay. Das war ein weirder Anfang, aber interessant. So, jetzt dreht sich das rum und wir... Was war das denn? Da hat mich irgendwas... Ach, da drüben sind... Ah, okay, der war da. Wofür ist denn überhaupt dieser... Ich komme doch so rüber. Wofür ist dieser Pfeil da? Na gut. Okay, und jetzt kommen ganz viele so Doppelsprung-Dinge. Oh mein Gott. Yes! Oh Gott sei Dank, ein Checkpoint. Nice. Plop. Plop. Okay. Hui! Ja. Das hat mich hingehauen. Plop. Ah, ich glaube. Ja. I see. Ich kann da zwischendurch einmal spunkern. Das ist jetzt schon ein etwas größeres Level. Aber cool. Oh, ich war zu lame. Zu lame. Langsam. Nicht lame ist. Quatsch, Sport. Geht die jetzt eigentlich schon raus, die Stachel? Also, geht dieser Timer jetzt schon los oder erst mit dem Drücken des Schalters? Ah, erst mit dem Drücken des Schalters. Okay.
Also will ich da wirklich möglichst schnell... Ja, ja, I see. Ich will da dann ganz fix aber runter. Oha, wie soll das denn? Haut das zeitlich hin? Es muss ja zeitlich hin. Okay. Nein. Oh, damit schon mal ein etwas anspruchsvolleres Level hier. Obwohl es nur die zweieinhalb... zweieinhalb waren es noch nicht mal. Es waren irgendwie 2, noch was Sterne. Aber ich stelle mich hier ganz schön an. Da bin ich dann vor allem wieder gespannt, ob die Weltrekorde irgendwelche anderen Strategien hatten. Beziehungsweise der Weltrekord. Ich kann ja nur einen Rekord mir angucken. Sheesh! Aber ich habe halt nicht die Zeit, zu dem Punkt zurückzugehen, von dem ich es vorn runter geschafft habe. Oder habe ich die Zeit? Das sieht schon sehr, sehr knapp aus. Also dieses Ding fährt ja sofort da raus. Zum Glück ist da unten der nächste Save. Sodass ich wirklich nur diesen Abschnitt schaffen muss. Aber das schon ist eine Hausnummer. Na, das reicht halt nicht. So reicht's halt nicht. Da muss ich dann nochmal zwischenspringen. Nee, aber nicht zu bald rüber. Nee. Ja, so. Ja, jetzt runter. Oh, yes. Geht da? Jetzt wird's. Oh, jetzt kommen die komischen Dinger. Wie haben die nochmal funktioniert? Ja, nee. Muss ich. Ich muss da in die Lücke, in der Lücke landen. Ja, okay. Ja. Und jetzt muss ich an das komische Ding ran. Alles klar. Eieieiei. Nein, ich bin... muss erst wieder reinkommen, dieses etwas schwierigere Gameplay. So. Ich glaube, es ist nicht gut, da den... ich weiß es nicht, den Doppelsprung da hoch zu verschwenden. Bin mir noch nicht so schlüssig. Aber ich glaube... Ich glaube, ich brauche den noch. Ich glaube, ich darf dann nur... Ne? Ja, so glaube ich. Und dann habe ich hier nämlich noch einen Sprung und dann komme ich... Ja. Genau, und dann komme ich da runter. So machen wir das. Genau so machen wir das. So machen wir das nicht. Nein. So machen wir das. Und jetzt rum und... das war zu bald. That was too soon. Nein. Oh, nein. 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 So auch nicht. Aber wenn es so weitergeht, ist das Level das einzige, was wir in dem Video sehen. Sind wir bei 10 Minuten. Und ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich meine, der Rekord sind 27 Sekunden. Also da ist wieder jemand absolut durchgewascht. Ich verstehe mal gar nicht, wie das die Leute hinkriegen. Aber gut, die sind halt einfach besser als ich. Und zwar deutlich. Wenn die das einfach am Stück... wenn die einfach am Stück durchspazieren, so la 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 la. Ich gehe einfach durch die Räume durch.
Ich sterbe einfach 50 Mal an jeder Stachel, die so lalala, ich laufe durch. Alles klar. Viel Spaß. Wie lange muss man das spielen, um da einfach durchlaufen zu können? Wie lange muss man das spielen? Wie viel Zeit muss man haben? Und was muss man dafür alles vernachlässigen? Jetzt aber! Jetzt aber! Ach, es reicht noch nicht. Ich muss diesen... Ich weiß noch nicht, wann ich den zweiten Sprung ansetze. Klar ist, ich muss ihn ansetzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wo? Das ist die Frage. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt aber! Jawohl! So, und was passiert jetzt? Oh, fuck me. Gut, ein bisschen hätte ich dann zumindest doch schon von der Strecke sehen wollen. Nicht gleich am... Och Mann. Nicht gleich am ersten Stachel drauf gehen. Das war nicht, was ich wollte. Mann, der hüpft immer woanders hin. Ich drücke ihn bald. Zu bald. Das ist auch so. Da kein Gefühl für. Ja, geh noch mal hoch. Okay. Yes. So. So. Ja und nü? Wie bringt mir jetzt das? Wie komme ich jetzt da? Was ist jetzt? Puh. Okay. Ja, alles klar. Das wird interessant. Hüpf halt nicht da hoch. Ach, das ist schon wieder. Nein, das war zu niedrig. Das war immer noch zu niedrig. Ach, komm schon. So. Na, so. Ne. Ich dachte jetzt beide Mal, es funktioniert, aber es ist. Es will noch nicht. Jetzt will ich nicht mehr in der Lücke da oben landen, scheinbar. Nee, ich will gerade nicht mehr in der Lücke landen da oben. So. Also das Ding ist, solange ich diese Fähigkeit habe, kann ich halt nochmal hochspringen. Heißt, ich muss... Oh, Alter. Ach so. Ich muss mal gleich was... Ich muss mal... ne? Bekomme ich durch die Flüssigkeit... Das muss ich gleich mal testen. Ob ich durch die Flüssigkeit nochmal einen zusätzlichen Sprung bekomme. Oder nicht.
Ich glaub's nämlich nicht. Aber das kann ich erst testen, wenn ich in der Mitte oben nochmal stehe. Jetzt am Anfang kann ich es noch nicht so gut testen. Ja, ich glaube, wir sitzen wirklich den ganzen Part in dem Level. Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt! Ah. Ah, zu spät wieder. Ah. Hör auf, an diese Wand da oben ran zu springen. Mann! Auf dem. Ach, das. Jetzt erwischt mich der wieder. Das gibt's doch nicht! Nein, sobald ich kann das nicht abschätzen. Ich kann es nicht abschätzen. Ja, das war viel zu schlecht. Aber man versucht es auch. Man versucht es halt trotzdem weiter durchzuziehen, ne? Ich krieg's nicht hin. Jetzt. So. Jetzt kommen wir zumindest mal wieder da hoch in die Mitte. So, okay, der Test ist der, wenn ich jetzt mit Doppelsprung ranspringe, habe ich dann nochmal einen Doppelsprung? Nein. Also muss ich mit einem Sprung ran, dann sofort wegspringen, dass ich möglichst hoch bin und wenn ich möglichst hoch bin, nochmal wegspringen. Dass ich da über diese... Uiuiuiui komme. Ah, das ist so knapp. Ist das wirklich genau so gedacht? Oder mache ich irgendwas Grundlegendes falsch? Das ist schon böse knapp. Ach. Nein! Mann! Nee, hör auf damit! Schaffen wir's? Ja. Oh. Oh, ich wollte schon sagen, ich habe mal geschafft, aber haben wir nicht. Nein, jetzt bin ich da oben in der Stachel. Ich kann da oben in der Stachel landen, das ist ja auch mal neu. So. Jetzt ruhig. So. Und nü? Das schaffe ich nicht. Wie soll das gehen? Oh, muss ich? Oh. Ich glaube, ich kann hier zwischenlanden. Ist das möglich? Kann ich da zwischenlanden? Müssen wir gleich mal testen. Wenn die Stachel so runter zeigt, dann müsste das eigentlich... Nein, das war dumm.
Dann müsste das eigentlich im Bereich des Oh. Oh, jetzt ist die da runtergefahren. Jetzt ist die da runtergefahren. Das seht ihr überhaupt nicht, was ich vorhatte. Ha? Oh Mann. Oh, ich habe eine Idee. Ich glaube, das geht. Wie ich noch ein bisschen an Höhe gewinnen kann, indem ich öfter an das Ding ranspringe, aber meinen Doppelsprung nicht verschwende. Ja. Ich habe da eine Idee. Ich muss nur wieder hinkommen. Komm schon jetzt. Ärger mich nicht. So. Wir springen hier nochmal ran und dann sind wir... Was war das denn? Und dann sind wir aber ein bisschen höher. Ich glaube, das funktioniert. Ich muss aber aufpassen, dass ich mir nicht den Kopf an der Decke stoße. Gleichzeitig. Weil sonst ist meine Dings, die ich zugewinne, wieder weg. So. Nee, aber das ist... Gibt's noch irgendeine Zwischenplattform, auf der ich lande? Ich sehe da nichts anderes. Ich glaube, da gibt es keine Alternative, ne? Ich muss das schon so machen. Oh, nee. Nein, ich wollte gerade sagen, ich komme noch runter, aber... Hat leider nicht mehr funktioniert. Mensch, wir sind bei 23 Minuten. Ja, moin. Ich komme durch den Raum nicht durch. Also wenn wir bei 30 Minuten immer noch in dem Raum sind, gebe ich auf. So leid es mir tut. Das reicht nicht! Ah. Aber irgendwie so muss es doch gehen. Oder verstehe ich diese Wand da falsch bei dem? Kann ich mit der Wand vielleicht irgendwas anderes anfangen? Mal ohne Witz. Ist es dann nicht aus der Position hier? Hä? Ich darf den Schalter da unten nicht drücken.
Ach so. Bossfight. Ist das echt so okay? Verbaut man sich's mit dem Schalter? Bin ich jetzt komplett dumm? Ja, lol, das hätte ich ja viel eher haben können. Aber ich habe mir gerade gedacht, ich habe doch vorhin gesagt, wenn ich da an diese Stachel da unten rein könnte, dann wäre das cool. Wie spielt der Rekord das? Können wir, nee, um Gottes Willen, können wir hier... So. Jetzt habe ich den Anfang nicht. Moment, zurück, zurück, zurück. Können wir reset, halt, stopp. Reset. Okay, er macht schon so. Ja gut, der Anfang ist klar. Hier durch, bla bla bla. So. Ah, das ist ja schon... Hey, ich rede die ganze Zeit von dritter Raum. Dabei war das der zweite Raum, lul. Der geht auch darum. Ja, moin. Ja, moin. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Oh mein Gott. Okay, ein Level gucken wir uns noch an, aber das hat jetzt natürlich richtig viel Zeit gekostet. Stürmen wir mal das Castle. Vielleicht. Oha. Oh. Okay, also im Moment kann ich halt nichts tun. Ah, okay, ich muss zumindest ausweichen. Oh. Okay, I see. I see. Das könnte interessant werden. Das könnte äußerst interessant werden. Alles darf getroffen werden, nur nicht ich. Mama? Okay. Easy. Whee! Okay, okay, okay. I see where we are going. Jetzt ist Ausweichtime, oder was? Halleluja! Tschüss! Kann ich den... Nein, ich kann den nicht... Ja, moin! Ja, moin! Oh mein Gott, war das scheiße. Okay, ich wusste nicht, dass ich weglaufen muss. Aber es stand, glaube ich, sogar dort. Okay, einfach durch ist blöd. I see, I see, I see. Ja, aber die anderen einfach durchfunktionieren ganz gut. Ich fahre nicht weiter. Geh schon mal hier hin. I challenge you, run. Mann! Ich dachte, wenn das Ding weggeht, dann geht's auch schon los. Scheiße. Aber es hat gerade ganz gut funktioniert. Hier einmal kurz bremsen und dann weiterfahren. Dann funktionieren die anderen auch komplett. Oh. War wohl ein kürzeres Bremsen. Kürzeres Bremsen. Ja, so nicht, ne? So, nee, das sieht nicht passend aus. Jetzt sieht's wieder passend aus. Mal gucken, ob jetzt der Rest funktioniert. Nee, ich warte lieber. Okay. Moin. Diesmal aber. Jetzt los. Jetzt aber los hier. Nix wie weg. Ab durch die Mitte. Und je öfter ich anhalte, umso schlechter. Mensch, ich muss doch nur einmal anhalten. Eigentlich. Also, ich. Ha! So schwer ist es doch nicht. So, das war's. Jetzt komme ich perfekt durch, ne? Jetzt habe ich einmal kurz angehalten. Ja, jetzt komme ich perfekt durch. Sehr schön. Das ist, was wir suchen. Jawohl, perfektico. Moin. Da,
Perfekt. Ja, das war's. Was muss ich jetzt noch tun? 48 Sekunden ist der Rekord. Ist jetzt das Ende hier? Ja, jetzt geht er hier kaputt. Jetzt muss ich da hoch. Ah, so rum. Okay. Schön. Das war nochmal noch ein entspanntes Levelchen zum Schluss. Prima. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir gucken noch ganz kurz, wie lang dieses Level wäre. Nee, das ist mir zu lang. Aber wir werden hier weiter gucken. Ich weiß gar nicht, was da alles noch so kommt. Mit der Zeit wird es dann natürlich... Na, ihr seht es, mit der Zeit wächst dann hier die Schwierigkeit. Aber ich werde jetzt nicht nur Erik-Level spielen. Ich werde auch wieder versuchen, ein bisschen zu Echo zu wechseln. Aber wir werden eine Weile werden wir noch Erik-Level spielen. Je nachdem, wie viel wir mal in einem Part schaffen. Ich glaube, es kommen auch mal bei Zeit wieder so ein paar Troll... Ja, da kommt... Nee, okay, Boss hier. Kommt auch mal Troll? Zumindest Joke-Meme, aber Troll sehe ich hier nicht. Ne? Das ist aber... Eigentlich bin ich da ganz gut... Ganz froh, wenn kein... Da ist mal ein Troll. Pukunat. Ach, das haben wir schon gespielt. Ja, moin. Okay. Das erste Troll-Level, was kommt, ist eins, was wir schon gespielt haben. Aber das ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.